Heute gibt es mal wieder eine Folge aus Kroatien. Das bedeutet, unser Kugelgrill kommt zum Einsatz. Und zwar machen wir darauf heute Lamm. Wie das Ganze gemacht wird und was wir dazu brauchen, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu gar.tv. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein paar schöne Stücken Lamm, bisschen Rücken, bisschen Nacken. Die werden wir heute indirekt auf dem Kugelgrill zubereiten. Und dabei lassen wir diese Stücken so, wie sie sind. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht anfangen, die Knochen freizulegen, wie das ja in der Regel bei einem schön zubereiteten und angerichteten Lammkarree gemacht wird, sondern wir werden das heute bewusst einfach halten. Das heißt, die Teile ein bisschen vorbereiten, würzen ausschließlich mit Salz und dann ab auf den Grill. Mehr machen wir heute gar nicht. Das heißt, das Lamm soll am Ende so aussehen und schmecken, wie man es hier überall an der Straße vom Spieß fertig gegrillt kaufen kann. Einfach Lamm ohne viel Schnickschnack. Beginnen tun wir mit dem Einschneiden der Haut. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Stücken einzeln her und schneiden mit einem scharfen Messer die Haut ein bisschen ein. Wohl bemerkt, nur die Haut, nicht ins Fleisch selbst reinschneiden. Und dann reiben wir die Teile ringsherum mit einem guten Meersalz ein. Und das war's, wir geben das Fleisch jetzt noch kurz in die Kühlung und kümmern uns derweil um den Grill. Wir sind gerade in Kroatien, das heißt endlich mal wieder mit Kohle grillen und zwar mit den Kokosnuss-Shots von Barbico. Unsere Lammteile legen wir nun bei ca. 160 bis 180 Grad in den indirekten Bereich. Und schon wird es Zeit fürs Grillbier. Heute machen wir keine Experimente, sondern gönnen uns ein schönes, kühles Karlovacko. Zum Wohl, Živjeli! Nach einer halben Stunde sieht man hier schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir drehen die Lammteile gelegentlich mal, aber die sind natürlich noch lange nicht fertig. Wir wollen am Ende hier eine Kerntemperatur von ungefähr 75 Grad haben. Und diese Zielkerntemperatur haben wir dann nach gut anderthalb Stunden erreicht. Schaut euch das an, das nehmen wir jetzt vom Grill, lassen es noch ein bisschen rasten und dann können wir anschneiden und essen. Ja, so einfach lässt sich leckeres, saftiges, knuspriges Lamm auf dem Kugelgrill zubereiten. Ich sag's ja öfter mal, ich bin da nicht unbedingt ein Freund von zu vielen Gewürzen und einem halben Kräutergarten. Und auch bei den Beilagen haben wir es diesmal einfach gehalten. Einen schönen Krautsalat und ein frisches Weißbrot dazu, mehr brauchte es heute nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.